Servus Leute, hi, ich bin's Flo von Frozen Moments und heute zeigen wir euch die Foto-Indoor-Ausrüstung für den kleinen Geldbeutel. Also bleibt dran und seid gespannt. Ja, wie gesagt, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Indoor-Fotografie, Fotostudio-Technik für den kleinen Geldbeutel. Gerade jetzt hier für Low-Key-Aufnahmen. Wir haben jetzt hier zwei Lichtboxen, eine habe ich hier vor mir stehen, eine hinter mir, zu denen sage ich gleich auch noch was. Und ihr könnt wirklich mit dieser billigen Ausrüstung, könnt ihr wirklich passable Fotos machen. Tja, wo fangen wir denn am besten mal an? Die Lichtboxen habe ich hier von Lightfox. Die sind variabel einstellbar von der Höhe her. Ihr könnt auch hier den Winkel verändern. Einmal nach oben, nach unten, wie ihr das gerade wollt. Die Höhe, wie ihr das alles machen könnt, so ein paar kleine Daten blende ich euch jetzt noch ein. 30 Euro, mehr kostet dieses Teil hier nicht. Finde ich eigentlich für den Zweck, den es erfüllt, finde ich es eigentlich echt okay. Wobei es ein wenig fragil ist, aber okay, für den Preis von 30 Euro kann man das ja ein bisschen verstehen. Ich bin mal gespannt, wie lange das Ding hält, aber ich denke mal, wenn man das 50, 60 Mal aufgebaut hat, löst es sich auch wahrscheinlich in die Einzelteile auf. Aber gut, wir werden es testen. Also bis jetzt hat es ganz gut geklappt. Also für 30 Euro... Einwandfrei, wirklich. Lightfox heißt das Ding. Amazon, 30 Euro, perfekt, vollkommen ausreichend. 2 Stück Low-Key-Aufnahmen gerettet. Wo wir beim Thema Low-Key-Aufnahmen sind. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, mit Lichtboxen, meiner Meinung nach, ist das absolut geil zu arbeiten. Weil ihr könnt das Licht sehen, könnt das Model in der Lichtzange nehmen. Einwandfrei, ihr könnt immer sofort sehen, wie sieht das aus, kann ich hier noch was verändern, soll ich da nochmal was verändern. Das ist dann immer besser, als mit Blitzen zu arbeiten. Ich weiß nicht, ich habe das mit Blitzen noch nicht so oft gemacht. Wie gesagt, meiner Erfahrung nach nimmt Lichtboxen, es macht wesentlich mehr Spaß auch, weil du kannst das hier so aufbauen, zack, den Winkel verändern, stellst dich nach hinten, passt das so, stell es lieber nochmal nach vorne, stell es runter, stell es so, bla 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 bla. Gut, das Hintergrundsystem. Das Hintergrundsystem ist... gut, ich habe da ca. 120 Euro für bezahlt. Ich blende euch auch nochmal so ein paar Daten hier irgendwo ein. Einzigster Nachteil, den ich finde, ist, das ist ein Stoff. Ich habe den einmal in Schwarz und einmal in Weiß. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Schwarz ist bis jetzt eigentlich ziemlich in Ordnung. Nur wie ihr vielleicht sehen könnt, zeige ich euch gleich nochmal. Der Stoff ist ziemlich lichtdurchlässig. Was den Nachteil hat, wenn es im Raum ein wenig zu hell ist, kann es sein, dass... man durch den Stoff durchgucken kann und sieht die Wand im Hintergrund. Je nachdem, ob da Bilder sind oder was das für eine Wandfarbe ist, kann man es natürlich dadurch sehen, was nicht so schön ist. Deswegen sollte man den Raum abdunkeln, rollern ein Stückchen runter und halt nur seine Lichtboxen oder seinen Blitz wirken lassen. Weil dadurch könnt ihr euch sicher gehen, dass ihr im Hintergrund halt nichts durchschimmert, nichts seht, dass ihr wirklich einen schönen, schwarzen, gleichmäßigen Hintergrund habt im Foto nachher. Warum Bilder im Hintergrund sein sollten an der Wand oder die Wandfarbe durchkommen sollte. Dieses ganze System ist tragbar. Das heißt, ihr könnt dieses System überall aufbauen, wo es 3 Meter breit ist und 3 Meter in die Tiefe geht oder in die Länge. Wie gesagt, das habe ich extra drauf geachtet, weil du kannst einfach irgendwo hingehen und sagen, hier, bei dir Fotoshooting, kein Thema, ich bringe mein ganzes Zeug mit, wir bauen das auf und ziehen das durch, zack, boom, bang. Es ist so klein, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also es sind 3 Taschen und die passen in jedes kleine Auto rein. Wie das natürlich verpackt aussieht, werde ich euch auch noch zeigen. Das ist wirklich gut. Ich werde jetzt mal eine Zeitrafferaufnahme, werde ich das ganze Ding mal abbauen, da könnt ihr mal zugucken. Ja, was man noch so dazu sagen kann, gerade für den Amateur, für den Hobbyfotografen ist das hier meiner Meinung nach wirklich geil, weil du kannst diese Low-Key-Aufnahmen oder Porträtfotos, gerade im Studio, gerade am Wochenende und gerade, wenn man Zeit hat und das Wetter scheiße ist, ja, da könnte man sich immer in den Arsch beißen. Aber hiermit kannst du trotzdem immer noch wetterunabhängig super Fotos schießen und es macht wirklich einen übelsten Spaß. Stimmt's, Schatz? Ja. Ja, und wie gesagt, guck mal bei Amazon, vielleicht findet ihr was. Ich werde euch die Links auf jeden Fall drunter posten. Von dem Hintergrundsystem und von den Softboxen hier. Ja, was gibt's sonst noch dazu zu sagen? Ja, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das ganze System aussieht, wenn man es abbaut. Und wie es dann halt verpackt aussieht. Ist echt geil.
Und ich werde euch noch ein paar Fotos einblenden, die wir mit diesem System hier gemacht haben. Könnt ihr ja mal gucken. In Ordnung. Also für so ein billiges System, ich meine, Fotografen, da brauchen wir nicht drüber reden, die haben ihr Studio, die haben ein ganz anderes Equipment, ja, als der Hobbyfotograf. Wie gesagt, Leute, das ist halt nur für uns Kameraden, uns Hobbyisten. Und ja, ich muss euch ganz ehrlich sagen, das Geld hat sich hier auf jeden Fall gelohnt. Ich habe hier bei dem ganzen System 150 Euro bezahlt und ich finde, jeder Cent war es wert. Alles klar, Leute, ich sage euch dann mal Tschüss und auf Wiedersehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Liked was, schreibt was in die Kommentare. Besucht uns auch bei Facebook, da haben wir auch noch eine Menge Fotos. Landschaftsfotografie, dann mit der Glaskugelfotografie, Makrofotografie, Porträtfotografie. Dann haben wir noch Langzeitbelichtung. Könnt ihr euch alles bei uns auf Facebook angucken. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und danke fürs Zusehen. Macht's gut, auf Wiedersehen.